umgeworfene Tragwaage? Das ist doch hier. Das müsste hier sein. Die Ist es das hier, die Tragwaage? Das müsste hier sein. Oh mein Gott. Das... Oh Gott, ist es das Richtige? Wir wissen es nicht. Gefunden. Ja! Yes! Yes! Suchen Sie nach einer geöffneten Bodenplatte neben einem deaktivierten Androiden. Hier, das ist hier. Boah. ABE 2010, guter Stream. Vielen, vielen Dank. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hab's gefunden, Samuels. Jetzt nur noch eins, Ripley. Ist es der hier? Müsste der sein, oder? Ich glaube schon. Oh, was hat der denn gemacht? Ist der bescheuert? Ich will zu ihm rein. Oh! Samuels. Was? Sterben. Sie tun so, als hätte ich je ein echtes Leben gehabt. Prost zusammen. Bin ich Ihnen dankbar. Samuel. Der Apollo-Transit ist... Geht ja ab hier. Immer. Sobald Sie im Kern sind, wird er... Sam Stuff. Was haben Sie für mich getan? Grüße dich. Ich wollte, dass Amanda Ripley endlich einen Schlussstrich ziehen kann. Willkommen zur Let's Play Live Show. Im Uhrzeigersinn von Rot aus. Danke für den Tipp. Ja. Boah, Wahnsinn. Was eine Dramaturgie hier in diesem Spiel. Ricardo, wenn Sie da sind, nehmen Sie ab. Boah, ist das Hammer. Ich bin hier. Tut mir leid. Samuels hat es nicht geschafft. Verdammt. Er hat den Apollo-Transit für mich geöffnet. Ich werde direkt dorthin gehen und Apollo beauftragen, die Abregelung aufzuheben. Nehmen Sie den Privattransit zum Apollo-Kern. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder zurück, ne? Ja, genau. So, da ist noch oben. Was ist denn da oben? Was bedeutet das denn? Sicherheitszugangspunkt. Okay. Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Hier? Ja. Puh. Oh mein Gott. Wo war das denn mit dem sicheren Zugangspunkt? Ach, da oben. Ja, wie gesagt, hier geht's immer sehr, sehr ab. Einfach mal Werbung schreiben in den Chat und ihr seht alle weiteren Infos zur Let's Play Live Show, wann die streamt und über meinen YouTube-Channel. Okay, da kommen wir leider nicht rein. Da müssen wir... Ja, die Tür ist einfach mal verschlossen. Okay, obwohl wir da rein könnten. Gut, dann gehen wir mal zurück. Der hat versucht, sich... umzuformatieren, um so mit der Apollo zu sprechen zu können. Ja, aber war es doch jetzt ein Android? Ich glaube schon, oder? Ich meine, es war doch ein Android gewesen, oder? Der Samuels? Es war doch kein Mensch. War welcher normale Otto Normalo wird sich jetzt da reinlegen? Die habe ich ja ganz vergessen. Ach du Scheiße. Tatsache, die habe ich ja gar... Scheiße, wir müssen ja voll zurück. Die habe ich ja ganz vergessen. Jetzt ich werde natürlich jetzt erstmal durch den Schacht wieder zurückgehen. Wenn wir schon einmal hier sind. Psst. So. Also auf geht's. Oh, rotes Licht. Entschuldigung. Entschuldigung, wenn ich es manchmal, habe ich auch beim Evil Within Let's Play gesagt gehabt. Entschuldigung, wenn ich es manchmal so ein bisschen ins Lächerliche ziehe, aber ich muss manchmal so ein paar Witze machen. Das ist einfach so. Das bleibt mir. Ich meine, der liebe große Gronkh und wie sie alle heißen und Sarasa. Was? Wieso ist die Kamera an? Alter! Oh, die sieht mich nicht, okay. Die machen das ja auch mit den Witzen. So. Ich hoffe, ich gehe richtig. Wie lange spielst du das Game insgesamt? Ja, kannst du dir ausrechnen? Ich habe Freitag, den 3.10. damit angefangen. Samstag, den 4.10. gespielt. Ja. Dann voriges Wochenende Freitag. Voriges Wochenende Samstag. Ja, und jetzt heute auch wieder den Freitag. Das heißt, ich bin schon sehr, sehr lange dabei. Und ich bin immer noch nicht durch. Und du siehst... Es ist für mich immer noch
Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Psst, psst, ich kann gerade nicht, der erste ist aufgestanden. Psst. Ein Android von Weyland Yutani. Und die machen ja so. Also ich spiele das Spiel sehr, sehr lange schon. Ich weiß gar nicht, man kann es, glaube ich... Oh, speichern. Ja, ja. Oh. Ich sag ja, es gab schon lange kein Spiel mehr, wo man sich so wirklich so dieses Gefühl, dieses... Oh, endlich speichern. Dieses Gefühl gab es schon lange nicht mehr bei einem Videospiel. Und das ist hier wirklich so. Und das gab es früher sehr, sehr häufig. Ich werde mal eben kurz nachschauen. Kann man denn... Man kann, glaube ich, irgendwo nachsehen, glaube ich, wie lange man schon gespielt hat. Boah, was haben wir denn schon alles... Oh, wir haben schon verdammt viel eingesammelt. Da haben wir zwei Sachen vergessen zu lesen. Ja, die haben wir nicht aufgesammelt. Aber dafür haben wir schon... Oh, wir haben schon verdammt viel gesammelt. Fällt mir gerade mal auf. Also, ist schon jede Menge. Mein Gott. Und da kommt noch jede Menge, wenn ich das richtig gesehen habe. Da waren, glaube ich, über... Waren das 200? Viel zu lange, Digga, Kopf hoch, schaffst du bald. So, 113 sind wir jetzt und es gibt insgesamt... Ach nee, da... Ach, da haben wir noch jede Menge liegen lassen. Da haben wir dazwischen auch mal einen gehabt. Puh, 151. Und hier von den vermissten Personen haben wir auch schon ein paar gefunden mittlerweile. Man sieht's. Aber wir haben auch etliche, glaube ich, noch liegen lassen. Von den vermissten Personen. Wahnsinn. Verdammt cool gemacht. Muss ich echt sagen, also geil. Aber ich glaube, man kann irgendwo nachsehen. Man kann irgendwo nachsehen, wie lange man schon spielt. Glaube ich zumindest. Ich meine, es gab eine Funktion, wo man das sehen kann. Nostromo Logs. Okay, da kann ich aber nichts ändern, nee. Aber ich vermute mal, also 4 Stunden sind 8. 12, 15, 14, 15 Stunden habe ich bestimmt schon gespielt insgesamt. Ja. Weil ich ja lange Pause gemacht habe dazwischen. Oh, abspielen? Was stand? Oh, abspielen. Hier, in der Androidenabfertigung. Wir haben ein Problem auf der Station. Weiß gegen Rotopfer. Gerade hat sich ein Android mit Schädeltrauma am APTC gemeldet. Er ist mit Blut vollgespritzt. Menschlichem Blut. Ich habe die Marshals informiert, meine Sekretärin in Sicherheit gebracht und mich auf den Weg zum Transit gemacht. Ich werde einen Hiwi-Android damit beauftragen, Apollos Rat einzuholen. Vielleicht weiß Apollo, wer zum Teufel hierfür verantwortlich ist. Kryox, erstmal... Entschuldigung. Erstmal hallo, willkommen zur Let's Play Live Show. Entschuldige Frage, holst du dir ein Raket? Lieben Gruß, Raketen-Rudi. Ich weiß nicht genau, was du damit meinst. Ich würde die Frage gerne beantworten, aber ich weiß gerade momentan nicht genau, was du damit meinst. Hi, Evil Dream, ich grüße dich. Steht es nicht beim Speichern, wie lange du spielst? Nee, oder Moment, warte mal. Spiel laden? Nee, da kann ich nur... Doch, Moment. Nee, da steht nur aktuellen Speicherstand laden. Nee. Nee, da steht's leider nicht. Leider. Ich könnte in im System nachsehen, Speicherpunkt, weil ich den ersten Speicherpunkt gesetzt habe. Danach könnte man das ausrechnen. Ich habe hier gerade was gefunden, eine Tonaufnahme. Das müssen Sie sich anhören. Spielen Sie sie ab, Ricardo. Wagen aktivieren. Ja. Ich bin Kayla, Sektorleiterin Weyland Yutani. Oh, eins von den hohen Tieren, hm? Nicht einfach irgendein Mädel mit Trennungstrauma? Halten Sie Ripley heraus. Sie will nur endlich mit der Sache abschließen. Ich kümmere mich um Weyland Yutani-Angelegenheiten. Und ich kümmere mich darum, aus dieser verdammten Zelle zu kommen. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Vielleicht. Dieses Gespräch wird aufgezeichnet. Das ist Ihnen klar? Habe ich gesehen. Das rote Licht blinkt. Ich brauche Daten. Die Koordinaten des Planetoiden, auf dem Sie das Wrack gefunden haben. Alles, was Sie bezüglich des Ursprungs des Organismus haben. Die kann ich Ihnen geben. Und einen Weg runter von dieser Station.
Sie müssen mich nur hier rauslassen. Dem kann ich möglicherweise zustimmen. Was zum Teufel? Taylor, lassen Sie mich aus dieser Zelle raus, sofort! Lassen Sie mich raus! Ja, eine tolle... Ich hab's gehört. Tolle Tonaufnahme, muss ich ja mal sagen. Bad Mulder, ich grüße dich. Servus, nice Stream, vielen, vielen Dank. Ja, Let's Play Live Show, schreibt einfach mal, ich hoffe, der Nightbot funktioniert noch. Einfach mal Werbung in den Chat schreiben. Dann seht ihr meinen YouTube-Channel und weitere Infos zur Let's Play Live Show. Immer freitags und samstags ab 20 Uhr die Let's Play Live Show. Und ja, Apollo Privattransit. Da geht's jetzt weiter. So, wenn du durchgespielt hast, wird es bestimmt angezeigt werden, irgendwo, weil es gibt bestimmt Rekordjäger, die das Game schneller durchhaben. Denke ich mal. Servus, Grabogel? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Scene Sticker? Guten Abend, willkommen zur Let's Play Live Show. Da steht alles, genau. Mein YouTube-Channel Reflex GER. Danke, Vladiboss, für die Werbung. Reflex GER ist mein YouTube-Channel und Let's Play Live Show jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr. Einfach mal einschalten. Apollo Privattransit verfügbar. Hier einsteigen für Apollo Kern. Alter, warum ist das so laut? Willst du mich verarschen? Mein Ohr ist beinahe geplatzt. Sei doch mal ganz ruhig. So, jetzt natürlich die Frage. Gucken wir uns um oder gehen wir weiter mit der Story? Weil das finde ich ja so geil an dem Spiel, weil man könnte jetzt einfach sagen, weißt du was? Ach komm, scheiß was drauf. Ich gucke mich jetzt erstmal auf dieser Raumstation um. Das ist ja auch noch so ein großes Lob an dem Spiel, was ich denen ja mal hoch anrechnen muss. Das gibt's auch nicht in vielen Spielen. Denn wenn man die Story weitergearbeitet hat, weil wir haben die, wir haben zum Beispiel, fehlt uns noch die Erweiterung für den Ionenschneider. Ich weiß, dass ganz am Anfang des Spiels noch Türen gab, wo wir die Erweiterung für den Ionenschneider brauchen. Den haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir den liegen lassen haben oder ob wir den noch finden. Auf jeden Fall können wir aber von hier aus zurückgehen, bis ganz am Anfang des Spiels. Und das gibt's in ganz seltenen Fällen in Spielen. Das ist einfach so. Und warum steht der wieder hier? Ist der böse? Das ist doch der in der Ecke lag, der da verprügelt worden ist, oder? Ich glaube schon. Okay. So, wir nehmen mal den Transit. Ich habe ja gesagt, dass ich das Spiel sowieso nochmal spielen werde. English, please. Hi and welcome to the Let's Play Live Show. Ico Ball, I hope I have say the name right. My English is not very good, my German is not much better. And I hope you like the show, the Let's Play Live Show every Friday and Saturday in German time at 8 PM. I hope you understand that. And the game is very great. We apologize. For the system. Der soll doch nicht wegfahren, der soll herkommen. Ach so, im Übrigen, dieses Spiel gibt es ja auch für den PC und ich habe mir sagen lassen, dass einige das Spiel schon... Boah, dieses... Dass einige das Spiel schon... Halt die Schnauze, meine Güte. Better. Very better. Gehen wir zur Apollo-Kern. Dass einige das Spiel auf dem PC... Oh, Sonetic Solution Trophäe erhalten. Dass einige das Spiel auf dem PC schon mit Oculus Rift gespielt haben und die haben gesagt, alter Falter, ist das ein geiles Feeling. Das kann ich mir richtig vorstellen. Also... Ich bin echt gespannt, was so dieses VR für uns bereithält. Yes. I think VR is very great for PS4. Da warst du doch schon längst. Bist du neu angefangen? Nein, ich bin nicht neu angefangen.
Ich sag ja, man kommt an einigen Stellen nochmal zurück. Ich könnte jetzt auch wieder ganz zurück zum Anfang des Spiels. Das ist ja das Coole an dem Spiel. Ich kann ja zurück, weil ich noch ein paar Sachen, Utensilien mir noch fehlen, die ich erst später im Spiel bekomme, die ich aber, wo ich noch ein paar Untersuchungen machen kann. Ich kann dann noch die ganzen Ausweiskarten sammeln, wenn ich möchte. Ich kann ganz am Anfang des Spiels zurückgehen und kann da weiter absuchen alles. Das ist ja das Geile. Das gibt's in vielen Spielen nicht mehr so. Ja? Finden Sie einen Weg zum unteren Geschoss. Yes, the game is very warm for the money. Buy this game. The game is very great. Is very scary. It's awesome game. You can the game you can play every time, but play the game at night. And when you start the game, you came. Even back to the start from the game, and you can also travel to start to the beginning to the game and come back, and you have very very many features. It's a very great game. It's want the money. Ja, da steht mein YouTube-Channel. Star Wars Maker. Hi, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Hi and welcome. Joop, alles klar? Es gibt ja bald eine 3D-Brille von Sony. Ja, die im Projekt Morpheus. Da freue ich mich schon drauf. So, morgen gemeinsam 3. Morgen gemeinsam. Siegend, Reise in die Kolonie. In den Kolonieweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Siege. Zuerst erschienen im Auge auf Siegend. Unsere Reise nach Sevastopol. Während sich Siegend für den Aufbruch nach den Kolonieweltraum rüstet, befindet sich Sevastopol im Bau. Eine Station unvergleichbaren Potenzials in perfekter Lage im Weltraum. Zu Beginn war Sevastopol eine Zollfreizone gebaut von Lorenz. Zu Beginn war Sevastopol eine zollfreie Zone, gebaut von Lorenz Systech Deployment und finanziert durch unsere Freunde von Geofound Investor. Die Eröffnung der Station ging jedoch mit mir. Mann, halt die Klappe da oben! So, ging jedoch mit mir einem Umbruch im Weltraumrennen einher. Jahrelanges Versagen bei der Verwaltung sowie Umleitung der Sol-Tedus-Flugroute führte dazu, dass Sevastopol die Stilllegung drohte. Glücklicherweise stand Siegen bereits, dieser Station neue Energie zu geben, wie viele anderen. Wir erreichen Sevastopol im Jahre 2124 und machen sie zum befesteten Weltraum. Drehkreuz von heute. Da kannst du mal mit Brille streamen, wäre Hammer. Auf jeden Fall, werde ich definitiv tun. Auf jeden Fall, da dürft ihr euch immer freuen. Evil Finn hat es ja auch Flexi. Hab das Spiel hier und kann mich irgendwie damit anfreuen. Daher wollte ich dann mal bei dir zusehen. Was, was? Evil Finn, das ist auch Flexi. Hab das Spiel hier, kann mich schwer damit anfreunden. Daher wollte ich bei dir zusehen. Also, okay. Ja, wie gesagt, guck dir meine Let's Plays an. The Evil Within Let's Play ich ja momentan. Und, Entschuldigung. Und, da kannst du einfach mal zusehen. So, wie lange dauert der Stream noch? Ach, der geht noch ein bisschen. Definitiv. Bleib dran. Gleich gibt's wieder eine große Pause. Jetzt aber erstmal hier Gefahrendämmung. Ich bin zu Apollo gekommen, um herauszufinden, warum die Syntheten verrückt spielen. Die Situation hier ist außer Hand geraten. Apollo hat die Kernverpflichtungen der Androiden umverteilt. Sie haben sich von den Wartungsarbeiten abgewandt, die wir nach Erhalt der Nachricht angefordert hatten. Hier ist überall Kühlmittel. Gas ist auch entwichen und der Hauptzugangsfahrstuhl hat sich abgeschaltet. Ich habe eine Anfrage auf Unterstützung gestellt, aber anscheinend stehe ich an 45. Stelle. Die Systeme sind auf einmal von Gefahreneindämmung besessen. Ich muss einen Weg nach unten finden. Spedding Ende. So, typisch Turtle Beach. Woher weißt du das, Nida? So, geht mir auch so. Geht mir auch als so, wenn ich die. Wenn mir die Stimme kommt. Achso.
So, können wir was bauen? Nee, können wir was nachladen? Ja, können wir. Den Flammenwerfer. Was hat's denn jetzt gemacht? Okay. Sah ein bisschen komisch aus mit dem Nachladen, muss ich ja mal zugeben. So, jetzt haben wir drei Elektroschocker. Das ist doch schon mal supi. Also. Speichern wäre mal toll. Gibt's hier einen Speicherpunkt? Hehehe. Ich habe keine Karte. Ach, das hört sich gut an. Ja, definitiv. Wie gesagt, Füße hoch, Chips raus, Cola raus, Bier raus. Alles raus. Und dann darfst du gespannt sein, denn die Let's Play Live Show geht definitiv immer länger, auf jeden Fall. Also immer maximal, immer so bis 12. Aber es kann auch sein, dass es länger geht. Heute auf jeden Fall, denke ich mal. Und wie gesagt, Freitags, Samstags immer Let's Play Live Show, 20 Uhr. Und mein YouTube-Channel Reflex GER. Einfach Werbung in den Chat schreiben. Und dann seht ihr meinen YouTube-Channel. Hast du mir mal gesagt, genau. Turtle Beach PX22 ist mein Headset, falls das viele wissen möchten. Ich würde gerne speichern. Ich würde gerne speichern. Hallo? Scheiße, da sind Dings. Nein. Schusswaffen registriert. Das ist doch wohl ein Scherz. Das glaube ich jetzt nicht, ne? Jede Wette. Na toll, jetzt sind die Waffen gleich weg. Ich sehe es schon kommen. Ich sehe es kommen. Ich habe das PX4. Oh, cool. Ich muss mal fragen. Ich schaue jetzt schon eine Weile zu. Aber heute habe ich noch nicht das Alien gesehen und du machst auch gar nicht ein. Wo kriege ich denn meine Waffen wieder? Ricardo, der Zugang ist blockiert. Die Schaubilder von der Sevastopol-Verkaufsvorführung sollten hier irgendwo sein. Suchen Sie nach einer Hintertür. Ich mache auch noch was anderes heute. Definitiv. Wenn ich es heute schaffe, spiele ich heute definitiv noch was anderes. Dürft euch freuen. Ich weiß doch schon, was ich spielen werde. Lasst euch überraschen. Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was ich tun muss. Ach du Scheiße. Ich sehe aber einen Speicherpunkt, wo wir aber noch nicht reinkommen, weil wir einen Zugangscode benötigen. Ich weiß aber nicht, wo wir den herbekommen. Das heißt, wir müssen erstmal wieder zurück, ne? Ja. Hallo? Nimm den. Wo müssen wir denn hin? Untersuchen Sie die Apollo? Ja, aber da kommen wir noch nicht lang. Du machst gar nicht den Eindruck, als ob es noch kommen könnte. Ja, momentan habe ich auch gar nicht den Eindruck, als würde es kommen. Weil ich habe momentan auch gar nicht irgendwie so dieses. Ich habe es auch schon, seitdem ich gestartet habe, nicht einmal gehört, nicht einmal gesehen. Ich habe auch den Motion Tracker auch selten an. Ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Ich höre es auch nicht, weil sonst hört man es immer, bevor es kommt. Das ist das ja so ein bisschen. Aber momentan habe ich eher so ein bisschen das Muffen vor den Androiden. Und ich frage mich, wie wir da reinkommen. Aber, aber soll ich euch ganz ehrlich was sagen? Ich würde mich freuen, wenn ihr immer noch dran bleibt. Denn wir machen jetzt hier eine kleine Pause. Denn der kleine Reflex, der muss mal für kleine Jungs. Und dann würde ich sagen, spielen wir hier an der Stelle weiter. Es bleibt spannend, definitiv. Ich freue mich tierisch wie ein Schnitzel. Jetzt kommt Werbung. Ja, jetzt kommt definitiv Werbung. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Kleine Pause für euch. Und ja, in ein paar Minütchen geht's weiter. Bis gleich. So, da bin ich schon wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Live Show. Erstmal Prost zusammen. Ich habe mir ein neues geholt. Ich hatte nichts mehr. Es kommt. Okay. So.
Auf dem Tisch habe ich als Tipp bekommen. Tja, die Frage ist, welcher Tisch? Ach, hier. Ist hier eine Karte? Benutzt. Okay. Ah. Da ist ein Energieleiter, der an den Apollo-Kern anknüpft. Den kann ich nutzen. Passen Sie da durch? Elektronik abschalten, tief durchatmen, zusammendrücken, Kinderspiel. Wenn Sie stecken bleiben, komme ich da nicht hoch, um Sie rauszuholen. Schalten Sie den Stromleiter aus. Ich habe gar keinen Zugangscode. Wo kriege ich den her? Hallo? Och nein. Wo soll ich den Zugangscode denn herbekommen? Ach, der steht ja da. 4930. Na toll. 4930. Na super. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Was trinkst du Gutes? Ich trinke Beck's Gold. Sicher. Alter! Ich muss ihn zuerst abschalten. Alter! Wie geil sieht denn der Flur aus? Jetzt mal ehrlich. Wie geil sieht denn der Flur aus? Alter! Entschuldigt bitte, ich muss mal kurz das Bild, dass es still steht, damit mal die Pixel bei euch weggehen, damit ihr mal so ungefähr seht, wie es aussieht. Alter! Ja, ich brauche definitiv eine Brille nieder. Alter, das, Alter, wie das aussieht. Das ist so Porno. Entschuldigung, dass ich es immer wieder sagen muss. So, wo gehen wir denn lang? Brille, Vielmann. Wir müssen oben lang. Ich werde aber trotzdem erstmal hier lang gehen.